Hey Leute, zwei Themen in diesem Video. Zum einen seht ihr hier, wie ich meinen ersten Twink gelevelt habe in War Within innerhalb von 3 Stunden von 70 auf 80. Das war auf jeden Fall super krass. Und zum anderen eben auch über das, was gerade viele Spieler sagen. Oh mein Gott, die Dungeons in TWW sind so super leicht. Sie dauern 5 Minuten, der Tank rotzt einfach alles alleine weg. Bosse sterben innerhalb von ein paar Sekunden. Ist das wirklich noch WoW? Beides geht sich hier nämlich ehrlicherweise so ein bisschen Hand in Hand. Die Frage also, warum kann man aktuell seine Twinks so schnell hochleveln und warum sind gerade die ersten Dungeons, so die ersten 2-3 Level, warum sind da die Dungeons so insane einfach? Das geht sich Hand in Hand und hat sehr viel mit dem Scaling zu tun. In Blizzards Kopf geht eure Itemization in War Within auf Level 70 mit Item Level 400 los. Das ist natürlich super wenig und wenn ihr zum Beispiel aus MOP Remix kommt, hat euer Charakter glaube ich 467 oder so Gearscore, ist also schon deutlich über dem Blizzard Scaling für Level 70. Und da während des Levelprozesses die Gegner mit euch mitleveln, wenn der Tank im Dungeon oder ein DD im Dungeon Level 70 ist, dann sind für ihn die Gegner Level 70 oder 71 Elite und da hat Blizzard einfach ein ganz anderes Scaling angesetzt. Deswegen machen die so insane viel DPS und man denkt sich, oh mein Gott, ich bin Level 78 und ich mache nicht mal 10% von dem, was der Level 70 Charakter macht. Wie kann denn das sein? Das hängt mit dem Scaling zusammen. Und das ist ehrlicherweise ziemlich bonkers und das sorgt eben dafür, dass diese Dungeons so rasend schnell gehen. Also kann man dadurch auch relativ gut und schnell leveln. Und am allerwichtigsten, wenn ihr sehr schnell leveln wollt, ihr braucht halt einen Tank, der maximal Level 73 ist, sonst packt er einfach die Big Pulls nicht. Und da seid ihr dann entweder darauf angewiesen, dass ihr Mates habt, die halt einen Tank Level 70 rumstehen haben oder einen Charakter, der zumindest tanken kann auf Level 70. Oder ihr lauft eben über den Dungeon Finder und macht Fingers crossed, dass ihr halt einen Tank in der Level Range findet, weil dann packen die Big Pulls, dann kippen die nicht um. Wenn die Level 75, 76, 74 sind, dann schaffen die nicht mal die Hälfte der Pulls und kippen sofort um. Und da kommen auch einfach die Heiler nicht mehr hinterher. Deswegen, der Tank ist der relevanteste für diese schnelle Level-Methode. Der darf maximal Level 73 sein. Ist natürlich blöd, weil ihr könnt jetzt auch keinen EP-Stop reinballern. Also ihr müsst dann halt wirklich die Leute so ein bisschen ausnutzen, damit ihr selber schneller leveln könnt. Und lasst sie dann im Stich, sobald sie Level 74 werden. Sad but true. Also die ersten 3 Level sind wirklich super verführerisch und gehen über die Dungeons verdammt schnell. Und das können wir ausnutzen, wenn wir Twinks leveln wollen. Und zwar braucht ihr immer einen Tank. Idealerweise ist es ein Tank Level 70 bis 73. Und der pusht euch dann durch die Dungeons durch und rotzt für euch alles weg. Und ihr könnt wie in MOP Remix einfach hinterherlaufen und ihr bekommt die Erfahrungspunkte. Vor allem die Abschlusserfahrungspunkte. Das sind ja die, die euch so weit nach vorne bringen. Und dadurch ist es aktuell möglich, dass ihr innerhalb von 2 bis 4 Stunden von Level 70 auf Level 80 über Dungeons leveln könnt. Das empfiehlt sich natürlich nicht für euren ersten Level 80 Charakter, denn ihr solltet ja die Einführungsstory abgeschlossen haben, sonst habt ihr auf sehr viele Inhalte keinen Zugriff. Aber sobald es um die Twinks geht, feuerfrei, dann wirklich über diese Variante leveln. Wenn es euch einfach nur darum geht, super wahnsinnig schnell auf Level 80 zu kommen. Ich habe das gestern Abend gemacht. Ich habe, wie gesagt, ungefähr so 3 Stunden gebraucht. Und das war ehrlicherweise super langweilig, weil ich teilweise so die ersten 3-4 Level war ich Nummer 1 im DPS und danach, naja, teilweise ganz schön weit abgeschlagen. War mir aber auch egal, mir ging es ja nur um die Erfahrungspunkte und ihr könnt das natürlich auch machen. Und das erklärt natürlich auch, warum gerade so viele Level 71 Spieler sagen, oh mein Gott, die Dungeons in War Within sind ja so super leicht, die sind gar keine Herausforderung. Das ist also dieses Retail, von dem immer alle sprechen. Nee, das sind wirklich nur die ersten 3 Level in eurem Levelprozess. Sobald ihr Level 75 seid, werdet ihr feststellen, dass die Dungeons enorm schwerer werden und dann spätestens auf Level 80, wenn ihr die HC Dungeons lauft, dann ist das Ganze komplett nochmal anders. Deswegen genießt die Zeit, genießt den Spaß, aber so wird es eben nicht lange bleiben. Das ist wirklich nur die ersten paar Level so. Ihr lieben Freunde meines Kanals, ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Zum einen diese Frage klären, warum die Dungeons so super leicht sind und zum anderen euch nochmal einen Tipp geben, wie ihr eure Alts, eure Twinks super schnell von 70 bis 80 ziehen könnt. Wenn euch das Video weiterhelfen konnte, spendiert ein Like, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Runde. Haut rein und gehabt euch wohl. Vielen lieben Dank, BB, euer Hyuga.